Moin Leute, heute zeige ich euch vier Angriffstechniken im Nachtdorf, die ganz einfach nachzumachen sind. Es hängt allerdings alles vom Timing ab, die Truppen im richtigen Moment setzen, das Bauhaus richtig analysieren und ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Erste Angriffstechnik ist vermutlich auch eine der schwersten, die ihr im Video sehen werdet. Ihr braucht dafür zwei Lager Barbaren, ein Lager Riesen, zwei Lager Cannon Cards und ein Lager vom Bomber. Wir beginnen mit Bomber. Der Bomber schießt erstmal die Mauern am Rand auf, damit wir dann mit den Riesen und mit dem Cards auch schön ins Lager reinkommen, in die Base. Wir machen das in dem Fall von oben. Unten der Lavawerfer, die Truppe, auf die meisten aufpassen müssen. Oben ist ein Stampfer. Auf den Stampfer müssen wir ebenfalls aufpassen. Den wollen wir relativ schnell raus haben mit den Cards. Wir sehen schon, wir haben mit vier Bombern schön aufgesprengt an der oberen Seite. Jetzt warten wir erstmal ab, dass die Lava vom Boden verschwindet, damit wir keinen unnötigen Schaden bekommen. Und dann konzentrieren wir uns als erstes, dass der Lavawerfer nicht wieder nach oben geht, sondern abseits der Base schießt. Ich habe es in dem Fall versucht nach unten. Unten einen Bomber, der mir etwas den Lavawerfer abnimmt. Danach die Kampfmaschine dazu. Die Kampfmaschine lenkt ihn dann weiters ab. Oben kommen alle Riesen rein und die Cannon Cards. Und sobald die Cannon Cards hier den Stampfer raus haben, können wir auch schon die Barbaren rein spammen. Wir sehen schon, wir sind ziemlich schön in die Base eingedrungen. Zwei Cards gehen leider rechts von der Wall entlang. Das ist etwas ungünstig. Die hätten ruhig in die Mitte rein können. Dann wäre es noch etwas besser geworden. Aber 74% ist schon mehr als der Durchschnitt. Das heißt, über 6000 Trophäen schaffen wir damit easy. Als nächstes möchte ich euch vorstellen, ein Lager Bäcker, ein Lager Barbaren und der Rest Schweinereiter. Wir konzentrieren uns darauf, dass der Stampfer und der Lavawerfer einigermaßen abgelenkt sind. Das Wichtigste ist, der Stampfer muss raus. Wenn der Stampfer raus ist aus dem Weg, dann ist der Rest der Base eigentlich auch nicht mehr das Highlight zu zerlegen. Wir sehen hier schon, ich gehe hier von rechts rein, konzentriere, dass die letzten Schweinereiter auch hier Richtung Stampfer gehen. Hier zwei Stück, easy auf den Stampfer und wenn die auf den Stampfer gehen, dann ist er auch in der Regel raus. Der Rest, sobald er raus ist, können wir dann auch schon langsam die Barbaren setzen. Die rennen hier oben rum, farmen oben etwas um. Jetzt hat der Brutzler auch schon schön die Kampfmaschine im Visier. Macht hier nicht viel Schaden auf die Kampfmaschine und ich kann die Barbaren nachsetzen. Somit können die Barbaren easy den Brutzler rausnehmen und dann auch aufs Rathaus weitergehen. Jetzt ist kein Flächenschaden mehr da für die Barbaren und sie machen ihr Ding in der Base. Sie räumen auf und sobald sie das gemacht haben, ist der Angriff zu Ende und mit 72% kann das eigentlich zu 80% der Gewinn sein. Hier nehmen wir statt dem Barbarenlager ein Minionslager mit. Dabei müssen wir jetzt aufpassen, wir brauchen die Luft raus. Sobald die Luft raus ist, können wir mit den Minions nämlich gegen Ende hin alles rundum schön abfarmen und wir kommen hier an 15, 25 extra Prozente am Ende des Angriffs. Wir sehen schon, die Minions nehmen hier raus und auch hier die Schweinereiter konzentrieren wir wieder, dass wir auf den Stampfer bekommen und dann können wir in der Base mit der Kampfmaschine und mit dem Bäcker richtig schön aufräumen. Hier die rechte Seite, wir sehen schon keine Luftabwehr drinnen. Der Bäcker nimmt hier oben die Luftabwehr noch raus und dann bekommt er auch noch den Bogenschützenturm. Jetzt sehen wir im Zentrum drinnen Luftabwehr relativ mager. Wir haben schon 52%, zwei Sterne und jetzt setzen wir ganz langsam die Minions außen. Wir probieren so zu setzen, dass keine Luftabwehr in die Minions stört und sie einfach durcharbeiten können. Die Armeelager ganz easy, mit einem Minion können wir immer rausnehmen. Rechts und links räumen wir dann recht zügig noch auf. Hier versuche ich dann noch oben das Forschungszentrum noch rauszunehmen. Das geht sich leider nicht aus, aber der Rest wird aufgeräumt und der Angriff ist vorbei. 74%, auch hier wieder ein schöner Angriff. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Angriff. Wir verwenden diesmal die Hexen. Die Hexen, eindeutig eine unterschätzte Truppe. Wir verwenden zwei Lager Hexen, zwei Lager Loons und zwei Lager Minions. Wir müssen bei den Hexen aufpassen, dass der Lavawerfer sie nicht trifft. Dafür setzen wir die Kampfmaschine hier rechts oben. Dann ist der Lavawerfer abgelenkt. Und wenn der abgelenkt ist, können die Hexen so schön durchgehen.
weil die Bodenabwehr ist in dem Fall schon raus, bis die Hexen an der Wohl ankommen. Hier links, eine Hexe wird rausgenommen, macht uns aber nichts. Auch die zweite, aber zwei Hexen haben wir noch übrig zur Ablenkung. Die lenkt hier die Luftabwehren so sehr ab, dass wir hier viel weiter reinkommen, als wir es ohne Hexen kommen. Die Hexen, die sind dafür da, dass sie die Luftabwehren abwehren. Dies machen sie gut. Wir gehen hier schon mit 60% und es leben noch immer Minions und Hexen. Die Hexen weiter, zwei Stück, hauen hier die Bats rein, wie zum geht nicht mehr. Hier rechts und links wäre vielleicht noch ein Armeelager gewesen, da hätten wir ein paar Minions aufhalten können für das Ende jetzt. Dann wären auch noch ein paar extra Prozente drin gewesen, aber grundsätzlich ist der Angriff relativ leicht zu machen, wenn ihr auf den Lavawerfer aufpasst und ihn schön ablenken schafft. Ja, das war's mit dem Video und nicht vergessen, wer Bogenspam spielt, ist schreibt mir die Meinung dazu in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.